So, da sind wir eigentlich angekommen. Ich denke, wir sollten uns hier ein wenig umsehen, meint ihr nicht auch? Warum? Kein Mann braucht derart gewaltige Statuen wie jene, deren eingestürzte Überreste in diesen Hügeln liegen. Was ist denn hier? Irgendwas ist hier, oder? Ja, genau. Hier ist irgendwas, das reagiert. Cole, kannst du das öffnen? Ne, ich brauche geschickte Hände und gute Werkzeuge. Oh. Und das kann ich jetzt leider nicht machen. Schade. Na gut. Ach ja, was ich noch machen wollte, wenn ich schon in der Nähe von Radcliffe bin. Ich wollte Connor besuchen. Das wollte ich noch machen. Oh, beanspruchen. Der Held von Verwallen. Da lang. Da ist die lachende Möwe. Machen wir das doch mal. Hier ist ja gar keiner mehr. Wo sind die alle? Wo sind die alle? Ich dachte, wir sind hier richtig. Okay. Hier ist ja kein Mensch. Ich rede mal mit Dorian? Kann ich mit dir reden? Nee, kann ich nicht. Hier ist ja keiner. Das ist doch die lachende Möwe, oder nicht? Falsch gemacht? Wo ist das hier vielleicht ein Geheimgang oder so etwas ähnliches? Also tut mir leid, aber leider kann ich hier niemanden mitnehmen. Irgendwie ist alles hier leer. Das ist extrem seltsam. Oder ist die Quest verbuggt? Ich habe immer Angst, dass das sofort verbuggt ist. Dorf Radcliffe. Zur lachenden Möwe. Das ist richtig. Das verstehe ich nicht. Ich reise mal dorthin und wechsle mal in die Gruppe aus. Ich nehme mal nur Dorian mit. Mal gucken, ob es dann funktioniert. Bestätigen. Ja. Inquisitor. So. Vielleicht klappt es ja jetzt. Auf Reise. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Ja, später.
Erst möchte ich das mit der lachenden Möwe machen. Einäugiger Jimmy. Bitte, gehört ihr zur Inquisition? Seid ihr bei euren Reisen womöglich auf einen Widder gestoßen, der, nun ja, ein wenig anders ist? Lord Woolsley ist weggelaufen, aber ist etwas ganz Besonderes. Ich wäre euch äußerst dankbar, wenn ihr nach ihm suchen könntet. Was macht euren Widder derart besonders? Nun, er hat der Familie immer Glück gebracht und sein Rat hat uns dabei geholfen, unser Vermögen zu machen. Euer Widder hat euch einen Rat gegeben? Er ist ein ganz besonderer Widder. Euer Widder ist verschwunden? Ja, aber ich bin mir sicher, er würde sofort wieder zurückkommen, wenn er wüsste, dass sein Jimmy ihn vermisst. Er ist vermutlich bei der alten Sommerhütte unserer Familie. Sie liegt an dem See in den südlichen Hügeln. Wenn ihr ihn findet und zu mir zurückschickt, würde ich euch mit Freuden dafür bezahlen. Wir unterhalten uns später. Bitte schickt mein Widder zu mir nach Hause, falls er ihn findet. Keine Sorge. Ich werde Lord Woolsey schon irgendwie zurückholen. Was für ein Name. Schockender Stab. Nutzlos. Der Erbauer sei mit euch. So, Darian. Wir sind bei der lachenden Möwe. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Tatsächlich. Oh oh, hier ist niemand. Das verheißt nichts Gutes. Dorian. Vater. Diese ganze Geschichte über den Bediensteten der Familie war also nur... Was? Ein Vorwand? Man hat es dir also erzählt. Bitte entschuldigt, dass ich euch getäuscht habe, Inquisitor. Es war nie meine Absicht, euch in diese Sache mit hineinzuziehen. Natürlich nicht. Magister Pavis könnte unmöglich in die Himmelsfeste kommen und sich mit dem Inquisitor sehen lassen. Was würden die Leute denken? Was genau ist das hier, Vater? Ein Hinterhalt? Eine Entführung? Ein herzliches Familientreffen? Ah, so war es schon immer. Ihr habt das alles auf euch genommen, um Dorian hier zu treffen. Redet mit ihm. Ja, Vater. Rede mit mir. Sag mir, wie verblüfft du über meinen Zorn bist. Dorian, es gibt keinen Grund. Ich bevorzuge die Gesellschaft von Männern. Mein Vater missbilligt das. Oh. Ich weiß. Dorian ist schwul. Nice. Dann ist das in Tirwinter ein großes Problem? Nur wenn man versucht, unmöglichen Maßstäben gerecht zu werden. Die Familien Tirwinters heiraten untereinander, um den perfekten Magier zu destillieren. Mit perfektem Körper und Verstand, dem perfekten Anführer. Das heißt, dass jeder vermeintliche Makel, jede Abweichung vom Ideal abartig und beschämend ist. Und so etwas muss verborgen werden. Euer Vater ist vielleicht hier, um euch die Hand zu reichen. Ihr könntet ihm zumindest eine Chance geben. Lasst uns einfach gehen. Dorian, bitte hör mir doch einfach zu. Warum? Damit du noch mehr hübsche Lügen verbreiten kannst? Er lehrte mich, Blutmagie zu hassen. Der Ausweg des schwachen Geistes, das sind seine Worte. Aber was war das Erste, was du getan hast, als sich dein kostbarer Erbe weigerte, den Rest seines Lebens als Heuchler zu verbringen? Du hast versucht, mich zu ändern. Ich wollte nur das Beste für dich. Du wolltest das Beste für dich? Für dein verfluchtes Vermächtnis? Dafür würdest du alles tun. Er konnte nichts sagen, sind wir hier fertig? Lass das nicht so stehen, Dorian. Ihr würdet es euch niemals verzeihen.
Erzähl mir, warum du hier bist. Hätte ich gewusst, dass ich dich der Inquisition in die Arme treiben würde? Das hast du nicht. Ich habe mich der Inquisition angeschlossen, weil es das Richtige ist. Ich hatte einst einen Vater, der das gewusst hätte. Ich hatte einst einen Sohn, der mir vertraut hat. Doch ich habe dieses Vertrauen missbraucht. Ich wollte nur mit ihm reden, um wieder seine Stimme zu hören, um ihn zu bitten, mir zu verzeihen. Was passiert jetzt? Nein, bitte nicht, ich bin wieder zurück in der Himmelsfeste. Was geschieht jetzt? Ich bin zurück in der Himmelsfeste. Er sagt, wir wären uns ähnlich. Wir wären beide zu stolz. Es gab eine Zeit, da wäre ich überglücklich gewesen, diese Worte von ihm zu hören. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, ob ich ihm verzeihen kann. Geht es euch gut? Er hat versucht, euch zu ändern? Er war verzweifelt. Ich wollte mich nicht verstellen und irgendein Mädchen heiraten, um alles Anstößige hinter verschlossenen Türen zu halten. Wie selbstsüchtig von mir, dass ich keine Lust hatte, den Rest meines Lebens innerlich zu schreien. Also wollte er ein Blutritual durchführen. Meinen Geist verändern. Mich akzeptabel machen. Ich fand es heraus und bin gegangen. Könnte Blutmagie so etwas tatsächlich bewirken? Möglicherweise. Ich hätte aber auch als sabbernde Hülle enden können. Die Vorstellung, dass er bereit war, ein solches Risiko einzugehen, nur um einen Skandal zu vermeiden, hat mich krank gemacht. Ein Teil von mir hat immer gehofft, er würde es nicht wirklich darauf ankommen lassen. Aber falls doch, ich kann mir nicht einmal vorstellen, wer ich dann heute wäre. Ich hätte diesen Dorian nicht gemocht. Geht es euch gut? Nein, nicht wirklich. Danke, dass ihr mich dorthin gebracht habt. Es war zwar nicht das, was ich erwartet hatte, aber doch zumindest etwas. Einmal Bauer, was müsst ihr nur von mir denken, nach so einer Vorstellung? Nur Gutes. Ihr seid mutig. Ich denke, dass ihr ausgesprochen mutig seid. Mutig? Es ist nicht leicht, die Tradition hinter sich zu lassen und seinen eigenen Weg zu gehen. Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich mich bis zur Besinnungslosigkeit betrinke. Das ist heute genau der richtige Tag dafür. Leistet mir doch irgendwann mal Gesellschaft, wenn euch der Sinn danach steht. Das überlege ich mir. Was denkt ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ganz offensichtlich höre ich mir das Gegacke einer Henne an. Versucht nicht, den Narren zu spielen, junger Mann. Ich versichere euch, wenn ich den Narren spielen wollte, wäre ich weitaus überzeugender. Eure spitze Zunge wird euch nochmal in Schwierigkeiten bringen. Ihr werdet überrascht, wohin mich meine Zunge schon überall gebracht hat, Hochwürde. Oh Gott. Bitte keine intimen Details aus dem Bett. Bitte. Gott. Habt ihr sie noch alle? Es könnten Kinder anwesend sein. Arztraum. Moment. Was wollte ich? Ach ja, ich wollte zurück zur Weltkarte. Und die Sturmküste. Nicht in die Kammer, sondern in die Hinterlande. Ansehen. Ich wollte ja noch zu Connor. Wetcliffe. Reisen. Jawohl. Wen nehme ich mit? Varric. Cassandra. Cole. Bestätigen. Weil ich wollte noch mit Connor reden. Was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Der kann bestimmt mir irgendwie einen kleinen Einblick verschaffen. Weil ich möchte unbedingt mit Connor reden. Weiß nicht, ob ich dafür extra nach Radcliffe rein muss oder ob er da unten in diesem Hafen ist. Ich habe irgendwo mal einen Screenshot gesehen, da redet jemand mit Connor im Hafen. So. Wir sollten uns hier ein wenig umsehen. Später vielleicht. Kein Mann braucht derart gewaltige Statuen wie jene, deren eingestürzte Überreste in die Witwe. Was ist das? Spindelkraut. Wo war das nochmal mit Connor?
Ich glaube, ich muss nach Radcliffe reisen. Wenn das überhaupt möglich ist. Kann ich nach Radcliffe reisen? Dorfkirche von Radcliffe. Moment, ich muss mal gucken, wo ist... Das Schloss Radcliffe ist hier. Ich will gerne wissen, wo Connor ist. Ich würde so gerne mit ihm reden. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Ich gehe mal in die Dorfkirche. Vielleicht ist ja irgendein bekannter Charakter hier. Lad. Wenn ihr das sagt. Ne, hier ist keiner. Okay. Ich will mit Connor reden. Es sind jetzt so viele Jahre vergangen seit dem Dragon Age 1 Teil. Da möchte ich jetzt gerne einfach mal mit ihm quatschen. Und gucken, ob noch welche Erinnerungen vorhanden sind. So, wo muss ich lang dafür? Ich muss wahrscheinlich hier über die Brücke. Weißt du, was für eine Chiffre es war? Ja, Sir. Tja, sag Bescheid, wenn ihr mich findet. Wo geht's denn da hinten lang? Ja, ich habe davon gehört, mein Kind. Keine Ursache. So, warte mal. Graue Wächter Alistair ist in Radcliffe aufgewachsen. Als Kind hatte er in den Feldern außerhalb eben dieses Dorfes gespielt. Ja, das hat er. Ich kenne die Geschichte. Wo ist denn der Weg zum Schloss? Wie komme ich ins Schloss rein? Gibt es überhaupt einen Weg ins Schloss reinzugehen? Oh Mann, ich möchte ins Schloss. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Und ich möchte auch gerne zu Ben Teagan. Ich muss einen Weg finden, da irgendwie hinzukommen. Kaufen, verkaufen. Zwergischer Buchhändler. Euer Gnaden, es ist mir eine Ehre. Mir auch. Wo ist Connor? Also ich kann ihn unmöglich getötet oder sonst was haben. Weil Connor, den ich gesehen habe, in der Zukunft. Armee lang durch. Okay. Wie komme ich nach Dorf? Wie komme ich ins Schloss Radcliffe rein? Wo ist denn das Schloss? Ich weiß nicht mal, wo das Schloss ist. Ihr habt vermutlich recht. Der graue Wächter Alistair ist in Radcliffe aufgewachsen. Ja, ich weiß, dass er da aufgewachsen ist. Ich möchte gerne zu Alistair mal auch mal besuchen. Aber ich weiß nicht wie. Wo war denn mal das Schloss?
Das Schloss war, glaube ich, hier, nicht wahr? Hier war das Schloss. Das heißt, ich müsste einen kompletten Umweg laufen. Ich will ins Schloss. Um eben will. Um alles Mögliche. Vielleicht kann ich ja hier entlang. Beanspruchen. Seht euch dieses alte Ding an. Es überrascht mich, dass sie noch steht. Windmühle. Weil ich war. Verdammt. Ich hab gedacht. Warte mal, hier war die Windmühle, nicht wahr? Und die Windmühle hatte einen Geheimzugang zum Schloss, aber den gibt es offenbar nicht mehr. Oh, das gibt es nicht. Wie komme ich denn ins Schloss? Und wie kann man mit Connor reden? Das möchte ich herausfinden. Straße nach Radcliffe. Was macht ihr da? Wie komme ich nach Radcliffe hin? Ich habe doch gesehen, auch mal in einem YouTube-Video, dass man mit Connor reden kann. Ach Mensch, das ärgert mich jetzt. Ich muss wahrscheinlich den ganzen Weg hier rumlaufen. Aber das ist alles voller Berge und die Brücke ist zerstört. Es gibt also keine Möglichkeit, offensichtlich nach Radcliffe zu reisen. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Dabei hätte ich es mir so sehr gerne gewünscht. Dann reisen wir zurück zur Himmelsfeste.